Was geht, Leute? Willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir Graveyard Shift, was ein Horrorspiel ist. Und das wurde mir öfter empfohlen. Und deswegen zocken wir es heute. Dort arbeiten wir anscheinend in einem Friedhof. Graveyard Shift, also Friedhof, Arbeitsstunde oder wie auch immer. Und ja, wir spielen das immer, wie immer im Stream. Also wenn du live dabei sein willst, Link dazu in der Beschreibung zu meinem Twitch. Für mehr Horrorspiele lasst einfach rum da und abonnieren kostenlos, um keine Videos mehr zu verpassen in Zukunft. Und dann würde ich sagen, lass uns ein neues Spiel beginnen. Ich weiß nichts über das Spiel übrigens, aber es soll anscheinend eine sehr gute Grafik sein. Ich habe auch alles auf Max gestellt. In der Stille der Nacht, Dämonen, unserer Gedanken, irgendwas. Okay, ja, läuft. Guter Anfang. Bei irgendeinem Spruch von irgendeinem bekannten Menschen, der eigentlich komplett dumm war, bei dem man alles geglaubt hat. Dark Phobia heißen die. Ich bin endlich in einem Danny Intro drinne. Ein Geburtstagsgeschenk. Ja, ist geil, geil. Geiles Geburtstagsgeschenk, Mann. Heute ist ein guter Tag. Und keine Sorge, Leute, wenn irgendwas passiert, meine Katze ist da, um uns zu beschützen. Sieht aber krass aus, Mann. Vogel haben die sogar hier eingebaut. Das ist krass, Leute, krass. 1995, Alter. Ein Jahr davor bin ich geboren. Obwohl, ein Tag davor, weil ich habe ja 30.12. Geburtstag. 1994, also. Oh, das hasse ich ja, ne? Wieso machen das Spiele, Mann? Wenn ich mich bewege, dann. Guck, wie das aussieht. Voll geil, oder? Ich habe diesen Job den harten Weg bekommen. Ja, das ist immer nicht gut. Kommt das Video heute noch? Nee. Wahrscheinlich so in ein, zwei Wochen oder so. Zum Glück habe ich jetzt angefangen vorzuproduzieren, ansonsten kriegt man das nicht anders hin. Hey Lukas. Alter, sieht krass aus, oder das Spiel? So, was hast du zu sagen, Mann? Irgendwas Interessantes? Ich freue mich, dich zu sehen. Ich bin mir sicher, wir haben einen super Mitarbeiter eingestellt oder so. Die ersten Nächte wirst du dich nicht so gut fühlen. Vielleicht ein bisschen ängstlich, aber du wirst dich dann gewöhnen. Dieser Friedhof ist sehr friedlich bei Nacht. Du wirst hier dich gut fühlen einfach. Natürlich, du musst aufpassen, dass niemand reinkommt. Viele bekannte Leute sind hier vergraben. Geh zu Johnny's, um alle Details von ihm zu bekommen. Okay. Also, wo bin ich? Go Security Room, to talk to Johnny. Ja, wo ist... Ach, da oben links. Wo ist der Eingang? Und, also unten, ne? Ich bin wahrscheinlich... Ich sehe mich leider nicht selbst. Das finde ich irgendwie komplett dämlich, aber gut. Mindestanforderung ist safe, eine 3080. Weiß ich nicht. Aber ist schon eine gute Grafik. Ja, das, also die Karte ist schon wieder so, wo ich einfach nur kotzen will. Weil ich weiß ja nicht, wo ich bin. Wieso werde ich nicht angezeigt? Okay, wir wissen aber, wo die Kirche ist. Er hat Dolmetscher-Ausbildung. Ja, natürlich. Ach, da ist eine Kirche. Das heißt, Church ist hier. Security Room muss dann... Hä? Digga, ernsthaft? Ah, okay. Ich dachte schon. Okay, wenn... kann ich da rein eigentlich? Nee. Oh, wir können sogar so um die Ecke schauen. Auch nicht hier? Ich habe keine Taschenlampe. Wir können also eine Taschenlampe bekommen. Bist du Johnny? Du musst der Neue sein. Hier aufzupassen ist nicht einfach. Hier sind Kameras von vielen bekannten Personen. Du musst immer checken, die Kameras, und niemand reinlassen. Gute Übersetzung. Er hat drei Gäste heute. Heute müssen sie die Körper dahin tun. Achso, die werden begraben.
There's something very important that the priest told me not to tell you. Der Priester hat irgendwas Wichtiges gesagt. Aber ich teile es trotzdem mit dir. Night shift guard died of a heart attack. Der letzte ist durch einen Herzinfarkt gestorben. The church door with a bluish complexion and a terrified look on his face. Er hat war ist gruselig gestorben. I don't want to scare you. Ich will dir keine Angst machen. Aber pass einfach auf. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Probleme, kontaktiere mich. Schau dir immer die Kameras an. Okay. Fängt schon mal gut an. Super Game fürs, für den Start des Tages, Leute. Super Game. Vogel! Okay, es ist gar nicht so groß hier eigentlich, oder? Geht eigentlich voll. Okay, manchmal komme ich hier nicht... Was hindert mich denn daran, hier lang zu gehen? Hä? Oh mein Gott, ich hasse sowas, ne? Ich finde es immer sehr realistisch, neue Mitarbeiter allein zu lassen, ist so. Voll nicht real... Was? Da ist immer noch ein großer Mann? Ich soll sagen, dass er weggehen soll. Der ist echt groß. Ey, du großer Mann. Excuse me, sir. I must ask you to leave this place. Oh, ich meine, hört meine Stimme. Bitte geh hier weg. From 5 p.m. onwards. And I have to lock the gate. Okay. Geht er jetzt? Also, ich habe ihm gesagt, er soll abhauen, weil es nur bis 5 Uhr oder so ist. Lul, ich glaube, er ist sauer, oder? Wie der geht. Ich muss die Tür schließen, dass niemand reinkommt. Ja, wie? Hier ist ja nicht mal eine Tür, Lul. Ach so, da hinten. Wieso gehen Menschen immer in Videospielen so komisch, Mann? Ja, die kommen trotzdem rein. Er sah nervös aus. Er sah nicht nervös aus, er sah dämlich aus. Oder sauer aus. Was ist jetzt mein Ziel? Enter Security Room and check CCTV. Für Leute, die sich wundern, das soll ungefähr eine Stunde gehen. Also wenn man ich ist, ungefähr eine Stunde oder zwei, 30 oder eine, zwei Stunden, aber... So. So, erstmal ein bisschen FNAF, ne? Muss ja auch mal sein, Leute. Was? Torch doesn't need... Okay. Hä? In der Kirche. Da ist was. Darum müssen wir uns kümmern, ne? Oh mein Gott, da sind drei Leichen. Okay. Examine Water Pipe. Also wenn ich immer eine Mission bekomme, ist alles gut. Egal wie lange es dauert, dann immer unterhaltsam. Sehr gut, dann kann ich ja für 10 Stunden lost sein und alles ist gut. Bin ich gut, dass ich nicht mehr nachdenken muss. Weiter so, Leute. Was ist denn hier das Problem, hä? Was ist hier das Problem? I have to close the water tank. Okay. Ich folge aber mal der Röhre jetzt. Der Röhre. Röhre. Ah. Einfach zujallern und dann ist alles gut. So. Oh mein Gott. Oh. Ich kann meine Augen nicht glauben. Irgendwie fände ich das Spiel besser, wenn die das so in der Geschichtsversion erzählen würden. Also nicht, ich kann meine Augen nicht glauben, sondern ich konnte meinen Augen nicht glauben. Versteht ihr, was ich meine? Oder nicht? So wie bei Fears to Fathom. Das fände ich richtig geil. Wenn jemand eine Story erzählt. Das liebe ich. Beides gut. Ja, stimmt schon. Wieso hat das Auto ein Kreuz, Mann? Blödes Auto. Oh, da ist Jesus. Oh mein Gott. Da ist eine...
Leiche auf dem Boden. Soll ich mich drum kümmern? Hä? Wie, ich muss mich nicht drum kümmern? Jesus, Jesus. Digga, da ist eine Leiche auf dem Boden. Hallo, die ist runtergefallen. Wie auch immer. Das Normalste der Welt. Habe ich eine Aufgabe? Nö. Ist jemand hinter mir? Das kann ich mal. Okay. Ich muss zuerst alles anschauen. Digga. Ich kann ja auch nichts machen, ne? Das Spiel wird noch crazy. Woher weißt du das? Hast du nachgeschaut oder was? Ah. A change has occurred in the dissection hall. Check it out. Okay, okay. Also wir sind... Also wir müssen nach rechts. Okay. Und dann geradeaus und dann nochmal nach rechts. Woher weißt du, dass das Spiel crazy wird? Hab den Trailer geschaut. Oh, du bist feige. Du spoilerst dich. Spaß, Trailer kann man durchschauen. Vielleicht mache ich es auch, habe ich nicht mal getan. Obwohl habe ich... der Boden. Alter, Digga. Was ist für eine Grafik, Mann? Ach, hier sind die Särge. Aha, aha. Ist das Chillers Art? Oh! Oh! Oh mein Gott! Ey, 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 aufstehen, ja! Okay. Ey, bitte das Kreuz bleibt. Ich meine, diese Kreuze, wenn man die umdreht, ne? Kann ich einfach nicht ab, Mann. So, wenn die so bleiben, ist okay. Hat sogar Stil. Wollen wir aber nicht übertreiben, ne? Yo? Ich weiß nicht, was echt oder fake ist. Alter, sieht voll krass aus, oder? Voll krass, wie das aussieht. Ja, danke nochmal an die Leute, die immer das Spiel einstellen bei Twitch. Das weiß ich zu schätzen, dass mir die Arbeit abgenommen wird. Weil ich bin halt gemütlich. Ne? Guten Morgen, Robby. Robby ist wieder da. Oh mein Gott, der Robby, der Star. It's Robby Williams. Okay, jemand ruft an. Ja? Ja, ja, okay. Verstehe, ja, alles klar. Ich rufe sie zurück, bye. Lul. Interessant. Die Benachrichtigung ging einfach nicht. Ja, hast du einiges verpasst, ne? Oh mein Gott. Hä? Muss ich das jetzt öfter anschauen, oder was? Soll ich jetzt hier einfach hier die ganze Zeit bleiben, bis ich die Aufgabe bekomme, oder was? Hä? Da steht wortwörtlich jemand. Guy standing in front of the door. Ich muss ihm nicht sagen, dass er weggehen soll. Er wird's verstehen. Ja, okay, aber wie? Was soll ich denn bitte machen? Soll ich zu ihm gehen, oder was? Muss ich ja wohl, ne? Also ich kann mir... Die Tür ist zu? Ach so. Hä, hey, nicht mal jetzt geht's auf. Das ist normal? Ich muss da nicht hin. Die geben mir keine Update-Mission. Okay, very frightening. None on the east side of the cemetery standing over the grave, but I don't dare to approach her. Her crying is intensely eerie and disturbing, and it's unbearable. I have recently found a solution that can make her voice somewhat more tolerable for you. Just whisper Jesus Christ 20 times.
We don't know who this nun is, but I'm certain that she's not human. Also irgendwas mit einer Nonne, man muss 20 Mal Jesus Christus sagen. Und dann hört sie auf zu schreien oder so. Ich frage ihn mal, ob er Dulli ist. Ja, ich weiß nicht, was ich tun soll. Eigentlich muss ich doch dahin, oder nicht? Aber ich komme hier halt irgendwie nicht raus, ne? Seht ihr das? Und mir wird auch... Ah, ich muss Pause machen. Ach so. Hä, aber wieso gehst du nicht zu dem Typen hin und sag ihm, dass er da nicht stehen darf? Zu faul. Lul. Hä? Das Spiel sieht echt ein bisschen gut aus, oder? Gruselige Träume, ja. Träume, Träume. Keine Träume, sondern Träume. Was geht jetzt ab? Gute Frage. Ich glaube, ich nenne dich nicht Lukas, nenne dich Fettisack. Das klingt lustig. Das ist ein Licht. Guck mal, wie das Spiel aussieht. Richtig krass, oder? Schon ziemlich gut aussehend, das Spiel. Ich kann sogar springen. Ich springe da rein. Gute Idee. Wer, der Typ steht da jetzt immer noch, ne? Oh mein Gott. Kann ich die Tür jetzt aufmachen mittlerweile, oder? Immer noch nicht. Ich bin in der Nacht aufgewacht. Was? Wieso ist das hier alles, liegt das hier? Ich trete jetzt drauf. Ich habe keine Beine, das also kann ich nicht drauf treten, scheiße. No any note yet. Oh mein Gott. Das war voll gruselig. Ich schlafe hier im Friedhof. Ach du Scheiße. Okay, alles sieht okay aus. Unter den Gräbern ist meine Ehre, Lul. Pick the flashlight and find a way to disable the car alarm. Okay, ich brauche eine Taschenlampe. Ach, das hier. Die ist eine große Taschenlampe. Damn. Big Black Taschenlampe. Der Typ ist weg, ja. Könnt ihr was erkennen, ja, ne? Also ich kann was erkennen. Ich mache es mal nicht heller. Big Black Flashlight. Ey, 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 blödes Ding. Ich brauche ein Tool von dem Warehouse. Was heißt Warehouse auf Deutsch eigentlich? Warehouse. Schöner Mercedes finde ich nicht. Den finde ich nicht schön. Aber ich bin sowieso nicht so der Fan von... Oh, wir brechen aber ein. Ich bin sowieso nicht der Fan von... Also ich mag nur die Sportvariante. Okay, wir haben Schlüssel bekommen. Reicht das? Erstwagen, ja. I have to disconnect the car's alarm wire, otherwise... Ah, ich muss... Ja, sonst geht die... Ah, mit dem Schlüssel? Ah. Easy. Und jetzt geht's zurück zum Security-Raum. Gutes atmosphärisches Spiel, muss ich sagen. Lagerhaus, ah. Lagerhaus, Leute, ihr müsst es mehr Deutsch aussprechen, ich bin enttäuscht. Spaß, Leute. Fuse has blown, find the fuse. Ja, funny. Find the fuse. Ist das an? Nee, ne?
Ja, wird die Fuse jetzt irgendwie im Lagerhaus sein? Nee, ach, nee. Also brauchen wir... Oh, wir haben auch ein Kreuz. Hörst du uns? Okay, sag, hör auf, gruselig zu sein, Sanji. Du hast sowieso schon die ganze Zeit... Du bist eh der Gruseligste hier. Deswegen, ich will euch nicht hören, ich will euch lesen, okay? Hören geht zu weit, Sanji. Hören geht zu weit. Ja, hier ist keine Fuse, glaube ich. Fuse ist ja... Warte mal. Ach so. Yo? Alter, ich kann einfach reingucken. Creepy. Ja. Weiß ich doch nicht, wo soll ich eine Fuse finden? Fuse, find the Fuse, ja. Wo denn? Ach da, Fuse. Lul? Das wird angezeigt? Also nach links einfach. Ihr müsst es mal Deutsch aussprechen. Ach so, jetzt verstehe ich. Okay, sorry, ich nehm's zurück. Ich wollte nicht gemeint sein. Ich weiß noch nicht an dieser Stelle. Aha. Easy, Bruder. Okay, jetzt müssen wir nochmal die Kameras checken. Da hat dir wohl jemand zu wenig Aufmerksamkeit gegeben. Verrückte Frauen kennt man. Will ich das nicht mal sauber machen hier? Ja gut, stört ja eigentlich nicht, wenn ich keine Beine habe, ne? Das war kein gesunder Schrei. Glaube ich auch nicht. Yo, nee. Yo? Da fehlen zwei Körper. Examine the change made in the section hall. Okay, also nach rechts. Ihr Nagel ist abgebrochen, Lul. Wie konnten die Körper sich bewegen? Na, hoffentlich werden wir es erfahren, ne? Warte, ist das der richtige Weg überhaupt? Da, ne? Ja. Okay, jetzt wird es gruselig. Pass auf. Okay. Ich erwarte ja Jumpscares. Finde einen Weg raus. Lul. So easy, oder? Nee. Ja, genau. Ja, ist klar. Schlüssel muss ich finden. Ich ignoriere einfach alles gerade. Nice. Einfach alles ignorieren, einfach durchlaufen. Kein Schlüssel in meinem Inventar, aber ich habe doch einen aufgehoben, oder nicht? Yo. Habe ich einen aufgehobenen Schlüssel oder nicht? Weird story, bro. Ach da. Ach so, dafür war der Schlüssel oder was? Ach so. Wir haben eine Axt. Durchrutschen. Kann ich aber das Glas zerstören mit der Axt? Steht da jemand?
Okay. Crazy. Keep Johnny informed by phone. Also müssen wir nochmal zum Security-Raum gehen, oder was? 0% erschreckt, natürlich nicht. Das Ding ist, ich habe erwartet, dass da Jumpscares passieren. Wenn ich zu stark erwarte, obwohl, selbst dann jumpscare ich mich manchmal. Aber es hilft auf jeden Fall enorm, weil wenn du ja da reingehst, war ja klar, dass irgendwas passiert. Ne. Ja, genau. Ich bin Jumpscare-immun. Lul. So, ist das jemand aus einem Psychopath? Hello? Hello, Mr. Johnny. Hallo, Mr. There's Johnny. Da ist ein Problem. Was geht ab? I just realized that the bodies are die Körper sind nicht mehr da. Was soll ich tun? Mr. Johnny? Johnny, kannst du mich hören? Oh, Jesus. Can you hear me? Oh, Jesus. Ich soll die Kameras checken. Jetzt geht's. Okay, die Kameras sind gerade ein bisschen weird. Manchmal lassen die skippen, manchmal nicht. Hä? Das geht doch vor allem mit Maustaste, oder nicht? Was muss ich denn drücken? Hä? Es geht nicht. Achso, oh, da war was. Hä? Habt ihr es gesehen? Warte mal. Hä? Geht das automatisch oder was? Oder soll ich irgendwas drücken? Ich bin verwirrt. No Night Vision. Okay. Ja, keine Ahnung, was ich drücken soll. Ach, jetzt geht's auf einmal wieder. Mann, manchmal geht's, manchmal nicht. Ich bin verwirrt. Oh, Mann. Ja, manchmal kann ich nicht skippen, manchmal schon. Ich weiß es nicht, wie das funktioniert hier. Hä? Manchmal skippt er dann zweimal? Ach so, muss ich auf den Punkt warten, oder was? Nee. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Leute. Ich kann nichts drücken. Auf einmal geht's einfach nicht mehr. Oh, Digga. Echt weird. Ich mach mal mit der Controller. Auch nicht. Hä? Ich weiß ja nicht, was ich tun soll. No signal. Jumpscare incoming, könnte sein. Jesus kommt gleich aus dem Bild. Habe ich eine neue Aufgabe? Okay, das war weird. Jemand gräbt irgendwas aus? Ja, das geht zu weit. Wer denn? Und wo? Ich weiß ja nicht, wo das sein soll. Ich hab nichts gesehen, weil die Kameras so komplett rumgespackt haben. Oh. Ich war also voll weird. Oh, ist sogar ein Feuer. Cool. Oh. Er hat hier etwas gegraben. Oh. Oh.
Hallo. Entkomme. Entkomme hier. Ja, was ist schief damit? Ich muss es verlassen, so schnell es geht. Wer empfehlenswert? Wer ist er? So schnell es geht, wollen wir nicht noch ein bisschen hier bleiben? Oh, nice. Ich sollte hier arbeiten, aber es ist ein Geisterclub. Ich werde hier nicht länger bleiben, was für ein Moment. Verdammt, es wurde gesperrt, der Lock. Rüberklettern. Ah. Oh, wow. Geh zurück zum Security-Raum. Okay, ich mach mal lieber, was die sagen. Ich befolge den Befehl des Spiels. Ein Gluselspiel ist das, Leute. Ein Gluselspiel. So. Jetzt geht's wieder mit den Kameras. Ey, das war voll weird. Ich glaube, in der Kirche findet irgendwas statt. War schon wieder kurz weg. Was ist passiert? Ist doch voll egal. Hast halt die Arschkarte, wenn du weg bist. Kann dir keiner helfen, Mann. Okay, ich soll jetzt endlich mal... Ich soll jetzt in die Kirche... Kirche gehen! Kirche! Kirche! Hat jemand auch mal zu... Also... Ja, keine Ahnung. Ich hab das... Also ich finde, Kirche sollte man Kirche nennen. Ja, das ist... ein Fakt. Billiger Jumpscare, Lul. Was ein billiger Jumpscare, Digga. We, the buried ones in the cemetery, have a message for you. For years, a demon has been buried here, tormenting our souls. Now you are condemned to destroy the demon with the cemetery and save us from torment. Otherwise, a harsh death awaits you. Also, ich soll irgendeinen Dämon eliminieren, der hier vergraben ist. Klingt eigentlich gut. Folge den Schritten. Hab ich doch, oder nicht? Also manche Jumpscares sind so billige Jumpscares einfach irgendwie, oder? Ich spiele jetzt schon seit 30 Minuten, aber es dauert noch ein bisschen. Ich soll den Schritten jetzt mal folgen. Oh, hier war ich noch gar nicht. Oh, was ist das? I need a tool to break the door. Okay, okay. Ich weiß auch welches. Kirche, 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 Kirche. Ich frag mich, was sich der Name ausgedacht hat. Ich frag mich, wer allgemein sich Namen ausdenkt. Wieso hat jemand Sauerkraut das benannt? Also wieso? Wieso nicht einfach ein schönes Wort? Kirche. Sprache ist weird. Grabstein. Lul. Das war ein Lag in der Matrix. Was ist mein Ziel? Search the underground tomb. Ich soll mich hier unter umschauen, okay. Ich liebe das hier, wenn du einfach ein Ziel bekommst. Ohne viel kompliziert. Easy. Smith. Ja, welcher Smith? Gibt ganz, ganz viele. In America Land. Kennt ihr America Land? Eigentlich ist kaum zu glauben, ne? Das ist so, dass Amerika wirklich existiert, so. Ich meine, ich war da noch nie, also weiß ich das nicht. Jones. Ja, Jones heißt auch jeder Zweite irgendwie. Jones Smith ist wie Müller oder... Keine Ahnung. Roberts, ich glaube, so heißen auch viele. Wie teuer ist das Spiel?
5, 6 Euro? Müssen wir mal gucken, Graveyard Shifts? Okay. Nicht so teuer. Johnson, ja, so heißen auch. Oh mein Gott. Was soll ich hier tun? Ach so. Danny Arcana ist geheimnisvoll. Hast du dich deswegen so genannt? Wie geheimnisvoll? Wusste ich gar nicht. Cool. Williams oder Britney Family, junges Kind. Jüngstes Kind. Da? Parrington. Klingt so wie Parrot, also Papagei. 5,51, ja, das geht ja eigentlich, oder? Für diese Quality? Ich meine, bis jetzt genieße ich das Spiel. Die Atmosphäre. Geht klar. Gebe ich auch nicht zurück. Nur vielleicht. Die Editoren brauchen ja auch das Geld, Leute. Dürfen wir nicht vergessen. Wir müssen auch an die Editoren denken. Spieleentwickler oder Editoren. Beides geht ja nicht. Ne? Wo habe ich überhaupt den Schlüssel hier reingesteckt? Hier ist nicht mal ein Schlüsselloch, oder? Die Kerzen sind an. Als wäre jemand hier heute gewesen. Bitte, das Kreuz dreht sich nicht um. Hallo, Trimajesh. Trima. Für was ist das da? Search the Underground Tomb. Für was ist die Axt da? Achso, für die... Du bezahlst sie mit dem Subgeld? Ja, das ist sowieso. Dafür sind ja das Subgeld da, ne? Um die Editoren zu bezahlen. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit, although the devil has possessed your body and soul in this transient world, from today you will peacefully rest in eternal sleep, because the merciful Lord keeps you away from the devil. Elias, may the Lord forgive your sins and place your soul in place. Also, Elias. Ich soll rausgehen. Alles klar. Wird getan. Der Typ sieht so aus wie der Typ vom Eingang. Stimmt. Alter, voll die Jalla. Realisation. Ich gehe da mal nach oben. Ich bleib hier keine Sekunde länger, Leute. Jo, hat sich da was geändert? Check the security room. Oh mein Gott, schon wieder? Ich kann Wein von da hören. Ich komme ja schon. Also wenn jemand weint, können wir ihn nicht einfach so allein lassen. Große Nonne, die ignorierst du. Okay, und jetzt? Security Room, okay. Deswegen habe ich gesagt, ignorierst du. Jetzt wisst ihr es. Was macht meine Oma da, Lul? Wir müssen Respekt den Omas zeigen. Ohne die Omas würden wir nicht leben. Denn die haben ja die Mütter ich find's auch immer so witzig, wie Omas immer so zu so sexuellen Sachen immer sagen so, aber haben irgendwie 10 Kinder oder so.
Omas sind echt weird, so, die sagen immer, oh nee, eklig und so, aber irgendwie 20 Kinder Hauptsache. Das haben wir zwei, Kirche und drei, okay. Oh, okay, natürlich. Na klar, und Jesus sieht auch anders aus. Oh ja, genau. Seh dich in der Hölle. Okay. Interessante Story, Bro. Verlasse das Areal. Ja, das wollte ich schon die ganze Zeit tun eigentlich. Der Boden, was mit dem Boden? Da steht was. Ach da. Devil does not burn. Ach so, jetzt ist umgedreht, dieses Alter. Also. Was? Ich kann mich nicht bewegen. Hä? Hä? Okay, ich bin lost. Sorry. Ist ein langes Spiel, kürzer. Ist bald vorbei, glaube ich. So, jetzt geht's. Ja, also manchmal, Bugs sind manchmal echt weird, ne? Chillig. Wo bin ich? Bin ich gestorben? Also du musst schon halt eine Art von Mensch sein, um da überhaupt zu arbeiten. Ist halt einfach so. Oder? Oder findet ihr das normal? Chillig. Chillig. Mit TSCH. Erinnert mich an Chili irgendwie. Ich habe kein Licht mehr. Ah. Traumjob, ja, ist so. Obwohl, ganz ehrlich, ich glaube, im echten Leben passiert sowas nicht, glaube ich. Passiert oft? Oh, ich bin wieder hier. Okay. Jo. Wo packe ich die Kassette rein? Kein Signal? Insert TV aus dem Device and Play. Ja, wo ist der, wo packe ich das denn rein? Ja, anscheinend ja nicht, ne? Ach da. Wusste ich natürlich, Leute, ich bin doch nicht blöd. Na dann schauen wir mal einen Film zusammen, Leute. Ey, vielleicht schauen wir mal wirklich einmal einen Film zusammen, wenn ihr Bock drauf habt. Dann gucke ich mal nach einem Film und nach einer Serie und dann zeige ich die, blende ich die Zeit ein. Und dann machen wir Watch Together, da hätte ich echt Lust. Ja, was soll ich denn machen? Ist die schon drin oder nicht? Hä? Spielt er wenig? On, off? Okay. Ne, ich zeig nur die Zeit des Films, das den wir gucken. Und da kann man Watch Together machen oder so. Kennt ihr das nicht, Leute? Das habe ich doch schon mal gesehen. Hab ich die. Wie packe ich die denn rein, Mann? Eject. Ja, keine Ahnung. Ach da, muss ich irgendwie das auswählen, oder was? So?
Ja, er macht das eigentlich immer automatisch. Hä? Ich verstehe das immer nicht. Hey, das Kreuz ist wieder normal. Geht's jetzt? Er steckt das halt nicht rein, ne? Keine Ahnung, was ich tun soll, Leute. Oder hat er es schon reingesteckt, oder? Boah. Mann. Let's go. Ich bin bereit für den Film. Watch together. Play. Geht's jetzt? So. Jay's true story is about a man who was hired as a security guard at the Whispering Winds graveyard. However, on the first night, he realizes that the spirits in this cemetery are asking him to destroy the body of a demon-possessed man buried there as it torments them. The naive and unsuspecting guard believes them and burns the body of the demon-possessed man. But he didn't know that the spirits are not visible, and everything he saw was of demonic nature. Now, the demon has awakened again, and the spirits of Whispering Winds are in torment. Death was the only punishment for this security guard. Cooler Film, respektiere ich. Cool, cool, Leute. Ich feiere diesen alten Geräte ja so hart, ne? Ja, habe ich gedacht. Und jetzt? Eject. Hello, dear viewers. Hä? Jay's true story is about a man who was hired as a security guard at the Whispering Winds graveyard. However, on the first night, he realizes that the spirits in this cemetery are asking him to destroy the body of a demon-possessed man. Also, wir müssen irgendeinen Dämon zerstören. The naive and unsuspecting guard believes them and burns the body of a demon-possessed man. Ach, der hat sogar das geglaubt, der hat den Körper verbrannt. Not visible, and everything he saw was of demonic nature. Now, the demon has awakened again, and the spirits of Whispering Winds are in torment. Death was the only punishment for this security guard. Okay. Ist doch jetzt schon, wir haben es geschaut, oder nicht? Oder soll ich einfach laufen lassen? Hä? Okay, ich lass es mal laufen. Ich bekomme ja auch kein Signal, ne? Oh. Schau nicht nach oben. Das ist so ein bisschen so, denk nicht an einen pinken Elefanten. Null. Chillig. Wo ist eigentlich die Suppe, die runtergefallen ist? Voll schade eigentlich. Sah echt eine gute aus wie eine gute Bohnensuppe. Ihr wollt doch immer, dass ich für euch trappe, oder nicht? Spaß. Oh, endlich wieder Tag. Chillig, chillig, millig. Oh, die Tür ist offen. Not any note. Was? The bodies are in the place. There's no sign the night. Oh. Nix von letzter Nacht. Und die Suppe? Cool. Meet the priest at the exit of the cemetery. Also bei Tag sieht das Spiel so noch besser aus. Voll schön, oder wie es aussieht. Da ist der Priester. Sagen wir ihm, dass ich nie wieder hier arbeiten will. Wie war die erste Nacht? Ja, erste und letzte. Hier zu arbeiten revitalisiert deinen Geist. Nein, ich gehe da mal lieber. Ja, bye. Ich arbeite hier nicht mehr bei der Scheiße.
Let's go, yalla, ins Auto und bye. Ich bin weg, ne? Ja. Ich kann selbst fahren? Okay, das ist cool. Digga! Mach das scheiß Radio aus, Mann. Ach, okay, egal. Ich rede einfach drüber, sodass man sich hört, die Musik. Chilliger Tag. Chillige Nacht. Finde ich cool, dass wir Auto fahren können. Ist aber das rote Licht dort. Kann ich eigentlich nach hinten schauen? Alter, diese Autos, ich feiere die so hart, ne? Oh mein Gott, was ist das? Da oben steht jemand, oder? Oder? Oh mein Gott! Guys, did you guys see that? Ich will einfach drüber fahren. Einer auf den ich mache einen Unfall wegen dem. Chillig. Auf einem Actionfilm ist so. Hä? Das war auch nur ein Traum oder was? Wow. Hä? Jetzt bin ich lost. Ist das jemand anders? Also bin ich das hier, da, der da drin ist oder was? Hä? Oh. Have you ever heard the cries of a demon? Bestimmt. Was mach ich denn? Ich gehe einfach. Schade, hätte ja funktionieren können. Ich hatte das Spiel vorbei, dachte ich auch. Aber das wäre auch zu gut gewesen, um wahr zu sein, Lul. Besser als John Wick Film. Ja, war ganz gut. Also sah gut aus auf jeden Fall. Jumpscares waren in Ordnung. Aber ja, war ganz gut, würde ich sagen. Also ich mochte es. Ich fand die Atmosphäre gut.